Das Trio de Murcia. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Wird heute viel Prodess. Das Trio de Murcia. Da war Nergrux auch mal im Urlaub. Das ist falsch. Ich hab noch alle meine Matratzen im Bett. Außerdem heißt das in Spanien hieß das Matratzen. Hund, Katze, Sofa, sag ich nur. Schöne Schillerstraßenfolge. Matratzo. Nee, das ist ein Fußballer. Castrillo. Was? Matratzo ist ein Fußballer. Auch eine schöne Folge. Was hast du hier eigentlich gebaut? Ein tolles Konstrukt. Kannst du noch nicht schätzen, weil du im Handwerk noch nicht so drin bist. Scouten wir beide gegen eine einer Wall. Komm, ich übernehme den Worker, du scoutest. Jawohl, gehen. Okay, jetzt brauche ich Unterstützung. Nein, ist okay. Jetzt sind es 3 gegen 1, wie unfair. Ich schleiche mich hinten über die anderen Ausfahrten. Ne, expandiert. Über die anderen Ausfahrten durch. Stau auf der A9. Ich habe ihn geknispelt. Man nennt ihn auch den Knispler vom. Komm, warum? Hallo, er fährt weg! Ja, ich habe 2 Worker hier, das ist viel zu viel. Warum ist da ein 2. Worker? Sag, du solltest übrigens mal ein Gebäude bauen. Entweder ein Nexus oder ein Cybercore. Ein Nexus ist eine gute Idee. Kann ich auch beides bauen? Ja, Hauptsache du baust was. Was ist hier denn eigentlich alle los? Jetzt Overlords. Folgen die uns! Nee, das sind doch nur Overlordies. Aber wie viele? Jetzt macht er da meinen Gang zu, oder was? Sag, wo soll ich denn, wollen wir hier Tower Defense spielen? Ja. Hast du mich schon mal gefragt? Auch da habe ich gesagt, ja. Ja, und das war schon scheiße, doch. Bau doch jetzt bitte bei dir in der Base mal ein paar Gebäude. Fährt er wieder zu mir rüber, um meine Base voll zu schleimen hier. Voll zu schleimen. Also ich würde sowieso dir raten, da demnächst nochmal einen neuen Pein hinzubauen, weil den werde ich irgendwann töten von dir. Ja, dann können wir das halt empowern. Du bist jetzt schon Supply blocked übrigens. Schon lange. Alles eingeplant. Mein Adept wollte einfach nicht schießen. Und wenn du mir jetzt hier nicht so einen scheiß Wall-In gebaut hättest, hätte meine Prop hier auch überlebt. Wie weit muss ich denn hier noch fahren? Das ist gegen 2 Reaper ziemlich scheiße so. Mann, Zahlrock, echt, ey. Da kommt noch mehr. Ja, ich kann dir nicht helfen, weil ich muss erst zum Nordpol laufen hier. Nö, ich lass dich hier nicht raus. Ich bin raus. So, jetzt, du hast einen neuen Stalker, nutze ihn. Deine Ex halten wir, glaube ich. Ja, voll gehen. Bei dir in der Main ist noch ein Reaper. Kümmer dich drum. Reaper tot. Nein, falsches Gebäude. Das Spiel echt nicht gut ist. Weil die mit Jormund immer geht. Du bist Arbeiter, du musst es. Jetzt habe ich alles gepult. Läuft bei mir. Ja, mein Alliierter macht das schon.
Der ist groß, der kann halt schon ganz klein. Ich finde das cool, dass er die Wall zugemacht hat. Während der andere geholfen? Komplett offen ist. Oh, ich spiel echt wie Oma Hans. Alles so semi-geil, ich hier mache. Für den Ruhm. Ich bin der Wille des Hierarchen. Hor Salah. Die Templer rücken vor. Unser Denk. Was wünscht ihr? Hor Salah. So soll es geschehen. Ist das vorhin ein Adept? Ja. Noch immer. In die Schlacht. Hab ich nicht einen Waffenfreund? Es waren mal 4, aber er hat inzwischen seine Schilder wiederhergestellt und 9 Kills. Ohne Upgrade, wohlgemerkt. Ich frage nur für einen Freund. Wir werden angegriffen. Aber hier habe ich doch auch noch ganz viel, Minion. Habe ich den da weggeluckt, weil er mit den Force Fields jetzt schon à la Bonheur ist. Boah, ich habe mal Bock auf. Das ist bestimmt irgendwie Französisch oder Spanisch für voll geil, ey. So, wir wollen dieses Spiel ja nochmal verlieren, damit wir noch eine Partie spielen, ne? Und mit Anno später anfangen, oder? Ja. Ich hab vollstes Vertrauen in unsere Kenntnisse. Ich nicht. Wieder down. Eigentlich wäre es sinnvoller. Naja. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Ich nehme mal das hier. Da ist ein Drop, Double Drop in the Main von The Zahl Rock. Ja, du kümmerst dich drum. Ich bleib mal vorne, falls sie hier ankommen. Mal gucken, ob ich mich drum kümmere. Er boostet leider weg. Warum bleiben meine Einheiten 2 cm neben dem Dings stehen? Medivex fokussen. Ja, ich habe 2 Stalker. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig hier werden. Er hat eine Ghost Academy, interessanterweise. Wie lange bin ich denn noch Supply blocked? Wäre jetzt mal ganz gut, wenn nicht mehr. Du schaffst das, Herr Rock. Töte ihn. Ghost Academy ist tot. Mir geht's auch nicht so gut. Das ist schade. Warum denn? Der Drop ist jetzt endlich geklärt. Gelutscht, haha. Verstehst du? Wegen Drops. Ich bin schon wieder Supply. Bei dir sind Liberator, finde ich gut. Ich weiß, ich kümmere mich schon drum. Er nutzt sie nämlich überhaupt gar nicht. Ach, da sind meine Worker hin. Okay, ne? Die Situation ist doch nicht so aussichtslos mit Außer. Ich habe Worker gefunden. Mann, wann ist denn dieses scheiß Blink? Warum ist dieses Blink immer durch, wenn alles gerade wieder weg ist? Aber nicht früh genug. Disruptor? Oh, natürlich. Ich habe aber schon einen eingebaut hier. Ich sehe da Großes auf. Ich habe da schon einen eingebaut. Ich sehe da Großes auf uns zukommen. Es können sogar 2 in dieser Lücke stehen. Ich würde mal sagen, wir greifen gleich mal an, oder? Ja, mit allem, was ich habe. Mit aller Macht. Du hast immer eine dritte Base, ich nicht. Wirst du Einheiten? Naja. Du hast, glaube ich, mindestens genauso viele wie ich. Ja, aber keine Disruptor. Keine so hochwertigen Einheiten. Das stimmt. Und ich kann nicht mit ihnen umgehen. Wahrscheinlich hast du gleich noch weniger, weil ich in dich reinfeuere. Ist nicht so unwahrscheinlich. Du hast ihn jetzt nicht eingebaut. Nee, hast du nicht. Du bist ein kluges Einheit. Kluges Einheit. Kluges Einheit. Du bist ein kluges Einheit. Du hast. Du geile Sau. Ich hab ihn gefunden. Ich eile. Ich bewege mich langsam zur Station. Einfach den Gegner treffen. Wenn man ein guter Schuss. Moment, ich muss gerade kurz den Drop verteidigen. Schieß doch. Ja, ich verteidige den Job gerade.
Jetzt konnte er sich nicht entscheiden, weil er nimmt. Ja, ja, aber ein Hit. Das hat nochmal einer, der Nergo-Wichser kann das Spiel nicht. Nee, du bleibst hier. Ist auf Krieg schneller als ich. Also Reinforcements können gerne den Drop verteidigen, ne? Ach, wir haben immer noch einen Drop. Ja, natürlich. Ich muss ja alles alleine machen, wie immer. Ja, der Drop-Pulver von 35 würde schon erklären. So, pushen. Also, wir bleiben vorne, okay. Nein, ich gehe nach vorne. Du könntest mit deinen Einheiten was machen. Die Wiedergeburt vergangen. Ich hab mich etwas eingebaut. Zalrock, machen! Ja, ich mach doch gleich. Ja, ich tu's. Jetzt kommen wir Gegner. Liberieren kannst du vergessen. Oh, ich bin auf Rufkommand, sag doch was. Ich sehe gleich meine. Irgendwie sehe ich gleich meine Armee explodieren. Also ich habe viel Schaden gemacht, aber du greifst gerade einen Overlord an. Das reicht auch nicht, was wir hier haben. Das reicht nicht, Zalrock, geh doch zurück! Er geht immer noch nicht zurück! Ich bin zurückgelaufen. Nein, du bist stehen geblieben. Nope. Steuerungsfähig. Zalrock, Zalrock. Du könntest auch mal deine Einheiten, die hier stehen, vielleicht einsetzen. Das wäre ganz gut, wenn wir alle Einheiten nutzen würden, die wir haben. Ja, wenn Stark den Drop verteidigt hätte und ich in der Mitte der Map einfach gestanden hätte, ohne was zu tun, wäre er vielleicht sogar weit gegangen. Machst du nix? Hat Zalrock nix gemacht. Er hatte ganz viel, aber ist einfach stehen geblieben und ja, hat nix getan. Dann passiert nix. Das ist doof. Das war schade. Nein, an der Situation, von der ich rede, hast du überhaupt gar nichts gemacht. Hast du auch nicht gedrückt. Die Situation war da zurücklaufen. Wo du Nein, die Situation war nicht das Zurücklaufen. Die Situation war das beim Drop, Zalrock. Jederzeit anders. Beim Zurücklaufen war es schon viel zu spät, da waren wir schon tot, weil der Drop zu spät geklärt war. Naja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wollt schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken und rechts aus von mir. Und einen schönen Tag. Macht's gut.